Stoiber, Koch, Schäuble, Merz und Meyer, diese Menschen sind endgültig in ihre nationale Phase eingetreten. Entscheidend ist nur noch, was hinten raus muss. Stoiber wörtlich, wer die Stammtische diffamiert, diffamiert die deutsche Bevölkerung. Da hat der Mann nur wieder recht. Sie müssen sich die Deutschen als kollektiven virtuellen Stammtisch vorstellen. Wo Menschen einen Stammhirn haben, hat der Deutsche einen Stammtisch. Und wie wollen Sie einen Moslem, der keine Schweinshaxen frisst und kein Bier säuft, wie wollen Sie den am deutschen Stammtisch integrieren? Das geht doch gar nicht. Man kann doch nicht einfach so Deutscher werden. So blöd muss man geboren sein. Das ist eine Blutsache. Deutsch sein ist eine Blutsache. Ich gehe weiter. Ich sage, Deutsch sein ist eine Art genetischer Defekt. Ich hab's ja selber. Es tut ja nicht weh. Also einem selber nicht. Sie überfordern die Deutschen. Doppelpass. Da denkt der Deutsche, ey, die haben was extra, das will ich aber auch. Was stellt der Anwärter auf einen Hirnschrittmacher sich unter einem Doppelpass vor? Dass man zweimal Steuern zahlen darf oder was? Aber die Deutschen haben schon Doppelnamen nie wirklich akzeptieren können. Was wollen sie diesen Leuten erklären? Man kann in kultureller Vielfalt nebeneinander leben, ohne seine Identität zu verlieren. Diese Menschen leben in Einfalt, ohne eine Identität zu haben. Und das ist das eigentliche Problem bei der Integration. Da schwafeln die alle von, die müssen alle integriert werden, nur wohin? Was ist das, die deutsche Identität? Die ist ja hier in Gefahr, haben Sie auch gehört, ne? Roland Koch sagt, die Deutschen haben Angst, ihre nationale Identität zu verlieren. Entschuldigung, ich lebe ja auch mit Roland Koch in einem Land. Was soll das sein, die deutsche Identität? Jeder Franzose besitzt eine Carte d'identité. Was haben Sie? Sie haben Personalausweis, oder? Sie haben ein Dokument, das belegt, dass Sie zum Personal der BRD gehören. Was ist das, die deutsche Identität, wenn Sie als Türke nach 20 Jahren in Bayern endlich jodeln können? Sie haben den Schuhplattler alles drauf, ziehen beruflich nach Mecklenburg-Vorpommern um. Machen Sie erstmal einen Schnellkurs im Fidschi-Klatschen oder was? Das ist doch regional verschieden, wenn man dazugehören will in diesem Land, oder? Was ist die deutsche Identität? Ist es der krachlederne, bayerische, bierkrugstämmende Hinterwäldler? Der einsilbige, norddeutsche, teenippende Fischkopf? Oder der mit Kölsch abgefüllte Vollproll? Oder? Oder ist es am Ende doch noch der Düsseldorfer Vernissagegänger, der alles, was er sich nicht erklären kann, für Kunst hält? Zum Beispiel den mit Kölsch abgefüllten Vollproll. Und seitdem wurde mir aber immer wieder die gleiche Frage gestellt. Seitdem wurde mir immer abverlangt, mich zu positionieren. Die banalste aller Fragen, die mir gestellt wird, auch heute noch: Fühlst du dich eigentlich mehr türkisch? Oder mehr deutsch? Ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, türkisch zu sein. Ich weiß nur, dass ich Deutsche dazu bringen kann, sich deutsch zu fühlen. Da muss man nur von Moralkeule sprechen. Schon rottet sich der Deutsche zusammen, sagt, es reicht. Da muss man nur von Reparationszahlungen reden. Schon schimpft der Deutsche, was soll das? Wir können nichts dafür. Immer diese Schuld. Ja. Schon muss man sagen, ihr spielt Fußball wie die letzten Schwuchteln. Da sagt der Deutsche, aber wir sind eine Turniermannschaft. Man muss nur sagen, Polen schießen eure Tore. Da sagt der Deutsche, dafür haben wir Polen seinerzeit zerschossen. Und wollen Sie von Menschen, die zum Teil aus jahrhundertealten Kulturen mit intakten Familienstrukturen zu uns kommen, ernsthaft erwarten, dass sie sich auf dieses Niveau hier begeben? Als letztes Argument kommt die Sprache. Die müssen wenigstens Deutsch können. Die müssen wenigstens anständig Deutsch. Was ist das denn jetzt wieder?
anständig Deutsch. Wo wird das gesprochen? Waren Sie da schon mal? Sind Sie Deutscher? Können Sie sich an einem schwäbischen Stammtisch artikulieren? Die meisten Kölner können schon in der Eifel nicht mehr nach dem Weg fragen. So sieht das aus. Im Übrigen brauchen Sie keine Angst zu haben, wenn Sie Deutsch sind. Es wird auch einen sehr türkenfeindlichen Teil am Abend geben. Ja? Wir wollen erstmal die Deutschen zu dem bringen, was ihnen gebührt, und dann überprüfen, ob die Türken toleranter sind als die Toleranz, die sie verlangen. In der Regel nämlich nicht. Und während Sie jetzt noch denken, der Türke lacht mich aus, warten Sie mal ab, wie der Türke gleich reagiert. Wenn Sie ihn auslachen. Ja? Die Forderungskataloge sind sich sehr ähnlich. Nun, man kann sagen, irgendwie bin ich froh, in diesem Land zu leben, obwohl ich mich nicht entscheiden kann und gar nicht entscheiden will. Ich weiß nicht, was es bedeutet, Deutsch zu sein. Ich weiß nicht, woher der Begriff kommt, warum diese Fahne so ist, wie sie ist. Ich weiß, dass manche Deutsches Reich mit Deutschland verwechseln, dass sie sich zurücksehnen in Zeiten, in denen Deutschland ein ganz anderes Land war. Ich weiß, dass wir nach 1945 eine neue Integrationspolitik zu bewältigen haben, die nicht damit beendet ist, dass wir von anderen fordern, dass sie sich uns anpassen und Leitkultur zu Begriffen stilisieren, die damit vielleicht zu erklären sind, dass man in eine Bratwurst beißt und danach einen Einbürgerungstest macht. Leitkultur ist etwas anderes, sich zugehörig zu fühlen, zu einer gemeinsamen Kultur. Und die existiert noch nicht. Denn während behauptet wird von großen Medien, gerade neulich habe ich einen Bericht gelesen in NSDAP Spiegel Online, hab's verwechselt, der Türke sei der am schlechtesten integrierte Ausländer Deutschlands, dann stimmt das schlicht und einfach nicht. Sie als Deutsche hätten doch auch die Möglichkeit gehabt, sich zu integrieren und beispielsweise Türkisch zu lernen. Ya, ben şimdi sizin aranızdaki Almanlarla Türkçe konuşsam bir kelime Türkçe bile anlamazsınız. 40 seneden beri burada yaşadığımız halde bir kelime Türkçe bile öğrenmemişsiniz. Neden acaba? Jetzt müssen die Deutschen einen Türken ihres Vertrauens fragen, ob ich ihnen nicht den Dschihad erklärt habe. Die Türken haben derweil den ganzen Teil davor auch verstanden und den türkischen noch hinzu. Es stimmt also nicht. Die meisten Türken, die in Deutschland leben, können kein Türkisch mehr. Erinnern Sie sich doch mal. Wann haben Sie das letzte Mal mit einem Türken in einer anderen Sprache gesprochen, außer auf Deutsch? Ja? Sind Sie in eine Dönerbude und haben gesagt, can you give me a portion of the turning thing there? Hören Sie auf. Ja? Und das Einzige, was Sie dann als Kompensat für Ihr schlechtes Gewissen entdecken, ist diese Übertoleranz. Wenn der Türke kommt und sagt, ich bin Türke, Alter, ich bin auch Moschee. Ja? Dann reflektieren Sie nicht, Sie differenzieren nicht, Sie sagen, lass dem Türken doch seine Moschee. Der Jude hat doch auch seine Synagoge. Normalerweise können Sie nämlich Türken gar nicht unterscheiden. Hier sitzen mindestens zu viele. Einige. Ja? Aber die erkennt man eben nicht, weil der Deutsche mittlerweile denkt, so sei er beeinflusst von einer tendenziösen Medienpolitik. Türke, Kopftuch! Nein, man kommt nicht mit dem Kopftuch auf die Welt, das schnallt man sich erst um. Ja? Dieses Symbol der Unterdrückung. Gut, es ist ein zwiespältiges Symbol, gerade in Deutschland, wo die Mädchen, die hier geboren und sozialisiert wurden, ein Kopftuch tragen und sagen, ich fühle mich wohler. Und parallel ein Stringtanga hinten rausschimmert aus der Hose. Und in der Hand halten Sie eine Zigarette. Und dann darf man im selben Atemzug nicht Fußball gucken, weil angeblich der Prophet es verboten hat. Der Prophet? Kannte der Fußball? Und warum hat dann der Iran eine Nationalmannschaft? Wie gehen Sie mit jemandem wie Sarrazin zum Beispiel auf der Bühne um? Den nehme ich gar nicht ernst. Der hat mich sowas von wenig interessiert, weil ich das von Anfang an wusste, dass er das für den Verkauf seines Buches gemacht hat. Wissen Sie, womit ich viel weniger umgehen kann? Mit meinen Freunden, die mir nach 40 Jahren sagen, irgendwie hat er doch recht. Und das Ihre ist türkischen mich, Freunde? Mit oder? Meinen deutschen Freunden. Ich wohne mit denen zusammen. Was sagen Ihre türkischen Freunde? Die sagen zum Teil auch, er hat recht, erschreckenderweise. Es gibt ja nicht den Standard-Türken, der aber sagt... Aber könnte es dann sein, dass er tatsächlich recht hat? Nein, absolut nicht. Also was Sarrazin erzählt hat, war vollkommener Dünnschiss. Auf genetische Merkmale zu. Lass uns immer die Genetik weg. Wenn wir über Integration sprechen, die Genetik, das ist. Man kann dieses Thema Integration sehr oberflächlich besprechen. Mhm. Wenn Sie möchten, können wir ein bisschen ins Detail gehen. Das Thema Integration fängt nicht heute an und hört nicht morgen auf. Das läuft schon seit 40, seit 50 Jahren und es läuft gehörig schief.
In meiner Kindheit, Sie haben was sehr Gutes gefragt, haben wir darum kämpfen müssen, anerkannt zu werden. Ich wollte auf eine deutsche Grundschule gehen. Mein Vater ist dem Direktor an den Hals gegangen, damit ich es tun konnte, weil unser Lehrer uns ausgesiebt hat nach Haarfarben und gesagt hat, drei Dunkle, ihr kommt in eine eigene Klasse, da könnt ihr eure eigene Sprache sprechen. Heute nennt man es Parallelgesellschaft, die wir Türken am Anfang gar nicht wollten. Man hat uns in Ghettos verfrachtet, wo wir unter uns waren, weil das die einfachste Lösung war. Und jetzt hat sich dieser Berg gehäuft und jetzt wird uns vorgeworfen, wir könnten kein Deutsch, was vollkommener Schwachsinn ist. Sie gehen ja auch nicht in eine Dönerbude und sagen, can you give me a portion of that turning thing there? Der Türke versteht Sie gemeinhin. Und das ist so oberflächlich, so vereinfacht, thematisiert und instrumentalisiert für politische Ziele, die mit wirklicher Toleranz nichts zu tun haben, dass ich entweder total sauer werde oder auf Durchzug schalte. Und noch ein Skandal und noch ein Skandal. Und wenn nichts mehr hilft, dann müssen Sie auch mal drauf achten. Wenn wir wirklich abgelenkt werden müssen, weil es ganz schlimm ist, dann kommen Sie mit den Migranten. Das zieht auch immer. Weil da hat der Deutsche ein Thema, da haken alle Deutschen unter. Da hat auch der Hartz-IV-Empfänger was, auf das er runtergucken kann. Die Migranten sind schuld. Einer muss in Deutschland immer schuld sein. Das ist eine alte Tradition. Und Juden sind nicht mehr genug da. Und dann, vor zwei Jahren, Anfang Mai, durften die Polen plötzlich europaweit frei ihren Arbeitsplatz wählen. Die Übergangsfrist war abgelaufen und dann dieser Artikel im März in den Zeitungen. Oh, jetzt kommen die Polen. Millionen von Polen standen Hufe scharrend an der Grenze, um uns jetzt zu überrennen. Aber die meisten sind wohl durchgelaufen. Es ist nicht viel passiert. Jetzt, dieses Frühjahr, waren es dann die Rumänen, die Bulgaren, schon wieder sind sie auch in den Haufen gelaufen worden. Wahnsinn! Und die CSU war außer sich und hat sofort gesagt, wer betrügt, der fliegt. Aber kein Land der Welt will die CSU aufnehmen. Dann lese ich, dass 25% der Rumänen, die kommen, einen akademischen Abschluss haben. Und schon begreife ich die Ängste der CSU. Und da kommen jetzt Leute mit einem richtigen Doktortitel, das wird eng. Die Migranten. 20% der Menschen, die in diesem Land leben, arbeiten und im Gegensatz zu Uli Hoeneß und Ali Schwarzer ihre Steuern zahlen, kommen ursprünglich von woanders her. Und mit den meisten funktioniert das wunderbar. Wir müssen dankbar sein, dass die hier sind. Und ja, ein kleiner Teil der Migranten macht Probleme. Da haben Sie völlig recht. Das darf man auch laut sagen. Das ist kein Tabuthema, Herr Sarrazin. Der hat da ja das große Buch mit gemacht. Ne? Deutschland schafft sich ab, die Migranten sind schuld. In dessen Augen sind ja alles die Migranten schuld. Der hat ja noch ein Buch danach geschrieben über die Eurokrise. Haben sich viele mitbekommen. Ne? Das Buch ist aber auch interessant, weil die Eurokrise, das sind laut Sarrazin auch die Migranten schuld. Ja, diesmal die, die in ihren Ländern geblieben sind. Einem echten Deutschen wie dem Sarrazin macht der Ausländer nichts vor, aber kommt oder bleibt. Ne? Der Sarrazin sagt ganz klar, nicht, das Problem in Griechenland ist das gleiche wie in Berlin-Neukölln, zu wenig richtige Deutsche. Wenn es überall nur richtige Deutsche gibt, dann würde ordentlich gewirtschaftet, dann gäbe es diese ganzen Probleme nicht. Ein deutscher Kapitän wäre mit dieser Costa Cordalis niemals untergegangen. Es gibt einfach viel zu wenig richtige Deutsche, wir hätten diesen blöden Krieg nicht verlieren dürfen. Nein, es ist kein Tabuthema, dass Migranten Probleme machen. Das sagen auch die Migranten, dass ein kleiner Teil der Migranten Probleme macht. Aber ein nicht gerade kleiner Teil der Nicht-Migranten macht auch Probleme. Was reden Sie? Was reden Sie von Integration? Glauben Sie, man kann diese Neonazi-Glatzköpfe in dieses Land noch integrieren? Da wäre man noch froh, wenn die ein Kopftuch tragen würden. Aber dann wären es Bandidos, oder wie heißen die? Aber Kopftuch, das ist auch so ein Thema, wo der Deutsche sich aufregen kann. Kopftuch, da kann man immer wieder, oh, die Frauen werden unterdrückt durch das Kopftuch. Und das kann ja der konservative Politiker überhaupt nicht ertragen, wenn Frauen unterdrückt werden. Da will er sie vom Kopftuch befreien, der Brüder hätte es am liebsten von der Bluse befreien. Ja. Je befreiter die Frau ist, desto besser ist er für alle. Ja, da tragen da welche ein Kopftuch. Muss mich das ernsthaft interessieren? Hallo, wir haben Religionsfreiheit, oder? Ich fände das auch schöner, wenn wir religionsfrei wären. Aber
Wir haben Religionsfreiheit. Das heißt, jeder kann jeden Quatsch glauben, den er für richtig hält. Und Religion ist immer ein bisschen komisch. Ist dir das noch gar nicht aufgefallen? Ich bin katholisch großgezogen worden. Ich habe als Kind Dinge beichten müssen, die ich nie getan hatte. Haben Sie als Neunjähriger gewusst, was unkeusche Gedanken sind? Da war man doch froh, dass einem der Kaplan so gut weiterhelfen konnte. Auf sowas wächst man doch irgendwann raus, dann entwickelt man eigene Wertvorstellungen. Heute sage ich mir, Religion ist was für Leute, die den Alkohol nicht vertragen. Es gibt katholische Akademiker, die halten Vorträge darüber, dass man Homosexualität mit Globuli heilen könne. Ja, natürlich müsste man die eigentlich einschläfern, aber man tut es nicht. Man erträgt das dumme Geschwätz. Das ist nämlich Toleranz. Tolerare heißt ertragen, aushalten. Das hat mit Tollfind überhaupt nichts zu tun. Es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Gott glauben. Und es gibt Arschlöcher, die behaupten, dass sie an Allah glauben. Das hat auch mit Religion nichts zu tun. Ein Arschloch ist ein Arschloch. Fertig aus. Aber der Islam bedroht Deutschland. Ja, ja. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie da spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Dass aber der Islam immer wieder gleichgesetzt wird mit Türken zum Beispiel, das ist das, was ich unter fehlender Differenzierung verstehe. Das ist zu einfach. Und wenn Sie mich fragen, was ich davon halte, dann kann ich Ihnen als säkularisierter Türke sagen, ich mag den Islam auch nicht besonders gerne, so wie ich alle anderen Religionen nicht interessant finde. Ich lasse aber den Leuten an Gott, ich lasse den Leuten an ihren Gott zu glauben, wenn sie mir erlauben, an meinen Gott zu glauben. Ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen, was wir im Internet zum Thema Islam gefunden haben. Und da ist es eben gerade kein Türke, sondern da ist es Pierre Vogel, Ex-Boxer und Konvertit. Gucken wir mal rein. Guck mal einer auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mach dir jetzt Islam, bringe ich jetzt in 30 Sekunden bei. Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpferlenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed SAW. Er kam mit dem Buch, den Koran. An den hast du zu glauben, da ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies. Wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam. Wie lange hat das gedauert? 30 Sekunden, wie er sagt. Interessant, dass diese Jungs immer Angst davor haben, in die Hölle zu kommen. Also ich habe eher Angst vor so einem Tippen. Ist halt ein Schwachkopf, lässt sich einen roten Bart wachsen und macht eine Riesenshow, repräsentiert weder mich noch irgendwen anderen und wird von ihnen gesendet. Ja, weil es einen aufwühlt in gewisser Weise. Mich wühlt das nicht auf. Ich lache darüber. Also vor allen Dingen, wenn ich sein Rheinisch noch raushöre. Das ist so eine Mischung, oder? Das ist so eine Mischung aus. Auf der einen Seite, mein Gott, ein Wahnsinniger und auf der anderen Seite, das macht also diese Konvertiten sind schon beängstigend. Ich habe das jetzt auch gesehen. Ich war vor ein paar Tagen in der Innenstadt in Düsseldorf und da war so ein Stand eben von seinen Kollegen. Und das waren alles Deutsche. Und die stellen sich, glaube ich, vor, wie man so als Mujahedin oder was auch immer aussieht. Ich kenne die Terminologie nicht. Und dann stehen die da und vertreten irgendwas, was mit ihrem eigenen Kulturkreis gar nichts zu tun hat, was sie vielleicht aufwertet als irgendetwas Originelles, so wie andere Leute auch Golf spielen, um besonders zu sein. Oder eine Zeit lang Sanyasin waren. Das geht vorbei. Wenn die wissen, wie sie der Hölle auch anders entkommen können, ohne sich so ein Bart wachsen zu lassen, dann wird das einfacher werden. Okay, und Sie haben das Rezept dazu, hoffe ich. Die Hölle in Kauf nehmen. Das sind eh die geileren Weiber. Deutsche sind das alle. Nur wenn Sie als Ausländer den deutschen Pass haben wollen, dann machen Sie einen Sprachtest. Der fällt verschieden hart aus, kommt ganz auf an, wo Sie den machen. Willkür der Ausländerbehörde vor Ort. Es gibt Städte in Deutschland, da müssen Sie beim Sprachtest beweisen, dass Sie auf Deutsch erklären können, was ist der Unterschied zwischen Mehrheits- und Verhältniswahlrecht. Ja, da dürften die meisten von Ihnen ziemlich froh sein, dass Sie schon Deutsche sind. Ne? D.
Die harmlose Variante des Sprachtests, die Mindestanforderung sozusagen, die ist folgende. Sie müssen einen deutschen Zeitungsartikel, nicht so ein Vierzeiler aus der Bild-Zeitung, so einen richtigen Zeitungsartikel, Kommunalpolitik, so ein verquastes Zeug, das müssen Sie auf Deutsch lesen können, verstehen können und den Inhalt dann mit eigenen Worten auf Deutsch wiedergeben können. Wenn Sie den Test mit allen Deutschen machen, können Sie die Hälfte ausbürgern. Ein verführerischer Gedanke. Nur, welches Land soll 40 Millionen Intelligenzflüchtlinge aufnehmen? So große Container kann nicht mehr RTL bauen. Was haben die Stammtischbrüder für ein Problem mit den Türken? Es geht ja um die Türken, nennen wir das Kind beim Namen. Ausländerproblematik, hören Sie doch auf. Ich lebe jetzt in Düsseldorf seit 12 Jahren. Wir haben einen schönen Stadtteil Niederkassel, da haben wir einen Ausländeranteil von 25%. Aber das sind eben Japaner, das sind so gesehen keine Ausländer. Die leben normal, die saufen, die machen beim Schützenumzug mit, selbst Karneval. Die brauchen sie nicht mal schminken, die sehen lustig aus. Integriert sind die nicht, da wollen sie keine Sorge haben. Die wenigsten Japaner in Düsseldorf können Deutsch. Wozu? Japanische Kindergärten mit japanischen Erziehern, japanische Schulen mit japanischen Lehrern, japanische Banken, japanische Kaufhäuser, japanische Restaurants und japanische Hotels. Das größte buddhistische Zentrum außerhalb Asiens steht in Düsseldorf-Oberkassel am Seestadt. Da ist der japanische Kaiser, der Tenno zur Einweihung gekommen. Im deutschen Supermarkt, im kleinen Rewe-Laden in dem Viertel, gibt es ein Regal mit japanischen Produkten, japanischen Schriftzeichen und einem japanischen Verkäufer den Fisch. So schneiden wir die Japaner den Essen. Die haben in 2 Apotheken extra japanische Mitarbeiter, um die Leute bedienen zu können. Die haben sogar Jehovas Zeugen im Japan. Ein Wachturm an der Straße, endlich steht. Und es ist alles kein Problem. Kommen Sie mal dahin. Es ist ein friedliches, ein freundliches Nebeneinander. Es ist kein Miteinander. Man muss nicht integriert sein, um friedlich in einer Stadt oder einem Land zusammenleben zu können. Rheinländer, Westfalen sind doch auch nicht integriert. Leben doch in einem Land, wo ist das Problem? Man kann doch mal ein Bier zusammen trinken. Die einen trinken Bier, die anderen das, was sie da verhalten. Ja und? Warum geht das mit den Türken nicht? Und ich glaube, ich habe die Lösung. Heute glaube ich, die Stammtischbürger sind neidisch auf die Türken. Die Stammtischbürger sind neidisch darauf, dass viele Türken immer noch so schön im guten alten Patriarchat leben dürfen. Die guten alten Zeiten der Stammtischbrüder. Die Frauen halten das Maul in der Öffentlichkeit, laufen schön auf der Straße 10 Schritte hinterher mit den Plastiktüten. So würden die selber gerne wieder leben, die Stammtischbrüder. Das gönnen die den Türken nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, deshalb sollen die Türken integriert werden. Warum sollen die es besser haben als wir?